Herzlich willkommen zu dieser Coffee Cup Einheit zum Thema Suchmaschinen effektiv nutzen. Heute nehmen wir folgende Themen durch: Suchmaschinen im Überblick, die einfache Google-Suche, die erweiterte Google-Suche und Sucheinstellungen anpassen. Beginnen wollen wir mit einem Überblick der Suchmaschinen. Suchmaschinen durchsuchen laufend das Internet, erfassen Informationen, indexieren sie und bereiten sie auf. Die wichtigsten Suchmaschinen sind Google, Yahoo und Bing. Wenn mehrere Quellen auf einmal angezapft werden, spricht man von Metasuchmaschinen, wie zum Beispiel MetaGer. Wenden wir uns nun der einfachen Google-Suche zu. Nehmen wir an, Sie suchen für ein Unterrichtsprojekt nach Hintergrundinfos und Materialien zum Thema Fairtrade. Wenn man diesen Begriff in die Suchleiste eingibt und anschließend Enter betätigt, bekommt man über 11.000 Webeinträge zu diesem Thema in nur wenigen Sekunden. Unter der Rubrik Bilder finden sich nun einige Versionen des Fairtrade-Logos sowie Bilder aus Anbaugebieten von fair gehandelten Lebensmitteln. Auch Videos zu diesem Thema sind verfügbar. Unter News findet man Artikel zu der Thematik. Und abschließend gelangt man unter der Rubrik Bücher zu Einträgen von Google Books, wo man digital in das Buch hineinlesen kann. Und es via Verlinkung zu Amazon, Thalia und Co. gegebenenfalls auch kaufen kann. Nun zu den erweiterten Möglichkeiten der Google-Suche. Das Zahnrad rechts oben in der Seite anklicken und beim Dropdown-Menü Erweiterte Suche mit einem Mausklick auswählen. Die Websuche kann nun durch mehrere Filtermöglichkeiten verfeinert werden. Um die Suche weiter einzugrenzen, können nun in der Rubrik Wortgruppe weitere Angaben zur Suche, wie etwa der Weg der Banane, gemacht werden. Man kann ausschließlich nach Ergebnissen in Deutsch suchen, sowie nach Treffern, wo diese Suchwörter im Text vorkommen. Um lediglich Seiten von Organisationen zu bekommen, muss zusätzlich der Filter .org eingegeben werden. Schlagartig lieferte die Suche anstatt über 11.000 Treffer lediglich 2 Ergebnisse. Schauen wir uns nun an, wie man die Sucheinstellungen anpassen kann. Nun im Dropdown-Menü den Punkt Sucheinstellungen auswählen, Safe Search ist eine weitere Möglichkeit der Filterung, indem anstößige Webseiten von den Ergebnissen der Suchmaschine ausgeschlossen werden. Diese kann hier aktiviert werden und es können weitere Einstellungen zur Google-Suche eingestellt und gespeichert werden. Des Weiteren kann die Sprache der Suche ausgewählt sowie der eigene Standort definiert werden. So, nun kennen Sie die gängigsten Suchmaschinen, wissen, wie man die einfache und die erweiterte Google-Suche anwendet und wie Suchanstellungen angepasst werden können. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Einheiten.